Moin Leute, willkommen zurück bei Addicted RC im neuen Jahr 2017. Ich hoffe, ihr seid gut ins Jahr gekommen, nicht zu sehr doll der Kater. Ist immer scheiße sowas. Ja, ich bin zurück aus der Winterpause, kann man sagen. Hier in der Werkstatt hat sich ein bisschen was getan und hier und da wurde umgebaut, Regale wurden gebaut, bla bla bla. Autos sind weggegangen. Ein neues Auto ist gekommen, all sowas, und damit fangen wir heute an. Und zwar fangen wir, warum nicht, mit dem Unboxing an. Wird wieder eine schöne Videoreihe, da kommen ein paar Videos zu vom Aufbau. Und zwar geht's um den Team Durango DX8. Den gab es ja in den letzten Monaten immer wieder in schönen Paketen. Mit Reifen, mit Stahl, HZ-Upgrade, mit Reifen und Funke und all sowas. Für einen sehr, sehr erschwinglichen Preis, vor allem weil die Funke ja auch die Graupner X8N war, die Hot-Funke. Und eine wirklich richtig gute Funke ist. Und ich glaube, da war das Paket, oder gibt es sogar noch, für 450 Euro irgendwo um den Dreh. Finde ich sehr gut. Muss ich sagen, hätte ich die Funke noch nicht gehabt, hätte ich es mir jetzt so gekauft. Ganz ehrlich. Aber, naja, da hatte ich die Funke schon. Was soll's. Jetzt habe ich bei meinem guten Freund Michael Meyer, der hatte zwei Sets davon, da habe ich ihm eins abgekauft. Zum fairen Preis. Von daher geht's jetzt los mit dem Unboxing und dann geht's auch irgendwann demnächst los mit dem Aufbau des Autos. Ich gehe mal davon aus, dass das hier wesentlich bei Team Durango wesentlich schneller gehen wird mit dem Aufbau, weil, das werdet ihr gleich sehen, einiges vormontiert ist. Ich zeige euch das jetzt. Wir machen mal auf. Ich habe den eben mit Fabian zusammen abgeholt bei Michi und wir hatten dann schon mal reingeguckt. Sowas wie hier zum Beispiel, Dämpferbrücken, sind schon Sachen dran montiert. Da habe ich erst gedacht, da hat Michi vielleicht schon was dran gemacht, aber nein, das Auto war komplett zu und das ist auch noch komplett eingeschweißt hier, also das macht Team Durango wirklich selber. Na? Oder die Team Durango dafür bezahlt, dass die das machen. Na, da sind dann schon Sachen vormontiert, Dämpferbrücke vorne, Dämpferbrücke hinten. Na? Das legen wir mal beiseite. Machen wir mal das oberste Fach hier auf. Hier sind jetzt Federn drin. Na, mit den Kugeln unten, mit den Unterlegscheiben. Das sind die für hinten, glaube ich. Ja, hier sind die für vorne. Pakete haben alles Nummern. Das wird wahrscheinlich dann in den Anleitungen alles sehr genau beschrieben sein. Hier zum Beispiel auch. Ja. Das ist alles sehr schön aus Alu. Es ist im Grunde nichts anderes als ein Typhon. Nur, sagen wir mal, ja, wer es so nennen möchte, vielleicht irgendwo leicht hochwertiger und ein Wettbewerbsmodell im Grunde. Na? Ich habe so ein Team Durango Fahrzeug ja schon mal bewertet. Dazu werde ich dann in den Aufbauvideos aber auch noch mal was sagen. Das ist nicht immer alles richtig gewesen, was ich damals gesagt habe, und dazu stehe ich auch und das werde ich auch noch in den Aufbauvideos dann sagen. Hier auch wieder. Das ist jetzt definitiv die Hinterachse. Alles sehr, auch sehr schön dicken Alu. Ich freue mich auf das Auto. Es wird aber höchstwahrscheinlich nicht zum Buggy aufgebaut. Da kommt aber, wie gesagt, mehr. Hier ist die vormontierte Lenkung. Na? Kugellager müssen da liegen da drin. Die müssen dann wahrscheinlich nur noch reingesteckt werden. Schrauben dafür. Das ist alles sehr schön sortiert. Da bin ich mir gar nicht sicher, was das ist. Das wird aber kommen, das würde ich dann herausfinden. Das ist irgendein Halter. So, hier für die Stoßdämpfer oben, die die immer oben reinmacht in die Kappen. Mit Schraube sogar. Oha. Hier sind die Stoßdämpfer. Auf die habe ich mich gefreut. Ja, also Team Durango, nur mal ganz kurz, montiert vor. Da die ganzen Wettbewerbsfahrer, die Teamfahrer, sich aber ihre eigenen Diff-Öle und
Lifföle und Dämpferöle reinfüllen sollen, sind die zwar vormontiert, aber noch nicht befüllt. Bei den Diffs genauso. Hier haben wir jetzt die hinteren Stoßdämpfer. Wie gesagt, vormontiert, aber kein Öl drin. Genauso wie hier in den vorderen. Haben wir noch hier noch ein Paket? Ach, das, oh Gott. Das sind die ganzen Spureinstellungen für die Querlenker. Sehr geil. Sämtliche Möglichkeiten, um wirklich alles einzustellen. Ich bin gespannt. Packen wir die obere Schale mal weg. Ich glaube, ich behalte die Schale. Die ist doch sehr schön. Da kann man mal Sachen sortieren. Gerade wenn man so ein Auto aufbaut. Opa, Entschuldigung. Wenn man so ein Auto aufbaut. Perfekt. So. Gucken wir hier weiter rein. Karosserie. Ausgeschnitten. Außen die Folie drauf. Finde ich auch optisch eine sehr hübsche Karosserie. Nur wird sie jetzt auf den TÜV-On nicht passen, wenn man das zum Beispiel ändern möchte, weil sie eben hier an zwei Punkten gehalten wird, da und da. Und an TÜV-On wird es an drei Punkten gehalten. Ich werde es irgendwann mal testen, aber ich bin der Meinung, es wird nicht passen. Aber auf dem TÜV-On habe ich auch noch eine Karosserie. Ja, die wird wahrscheinlich unbenutzt bleiben. Mal gucken. Mal gucken. Heckspoiler wird höchstwahrscheinlich auch unbenutzt bleiben. Weil ich habe da eben was anderes mit vor, mit dem Auto. Gucken wir mal. Akkuschale wird nicht unbenutzt bleiben. Die brauche ich natürlich. Akkuschale sieht hier nicht wirklich anders aus als bei Arma. Ist nur anders gelabelt. Hier ist auch die Empfängerbox gleich dran. Alles zum Montieren bereit. Sehr schön. So, oh, jetzt geht's weiter hier. Ihr habt hier zum Beispiel eine Hinterachse, nicht Hinterachse, sondern Radträger mit CVD gleich drin. Ja. Rundum hat das Ding, glaube ich, CVDs. CVD. Das ist hinten rechts. Bin ich der Meinung. Hinten rechts macht Sinn. Ja, hier haben wir nämlich gleich den Scraper für die Felgen innen. Hier werden nämlich, wenn sich, ihr kennt das, wenn ihr im Dreck fahrt, zum Beispiel im nassen Dreck, sammelt sich in den Felgen, ich kann mal hier eine holen, hier drin, jetzt sieht man das hier auch so ein bisschen, immer Dreck. So, und wenn das nasser Sand ist, dann wird das immer mehr, immer mehr, immer mehr. Dieser Spachtel, nenne ich ihn jetzt mal, den Mud Scraper, der schabt das irgendwann auf, der schabt das nicht komplett weg, sondern auf eine gleichmäßige Höhe, dass euer Rad keine große Unwucht hat. Wenn ihr nämlich hier so einen Klumpen habt und habt diesen Scraper nicht, dann eiert das Rad immer so. Allein nur wegen der Fliehkraft. Na? So, hier haben wir Hinterachsen. Woher weiß ich, dass es die Hinterachsen sind? Die Mudguards sind direkt montiert. Eigentlich wusste ich, wusste ja schon, dass ich das Auto heute abhole. Ein Glück, ich war mir nicht sicher, ob da wirklich die Mudguards bei sind. Ein Glück habe ich es mir gestern nicht bestellt. Das sind zwar nur 5 Euro ungefähr, was die kosten, aber auch 5 Euro kann man sparen. So, was haben wir hier? Ah, hier haben wir Vorderachse, vorderer Karohalter. Na? Mit Chassisstrebe. Vorne. Links. Pivotball-Aufhängung. Sehr schön mit Alu-Kappen. Ey, das sieht echt geil aus, muss ich sagen. Also echt schöne Sachen sind das. Das wird im Aufbau dann alles ein bisschen besser rüberkommen. Jetzt in den Tüten. Ich möchte es halt noch in den Tüten lassen, weil ich das wirklich nach und nach erst auspacken möchte. Hier haben wir jetzt die andere Seite vorne. Vorne rechts dürfte das sein, genau. Auch die Muttern sind sehr hübsch, muss ich sagen. Sind zwar keine geschlossenen, aber dennoch sehr hübsch. Flügelhalter Team Durango, nicht anders als wie bei Arma. Natürlich jetzt, auch den werde ich glaube ich nicht benutzen. Oder da ich ja noch welche habe, werde ich den wahrscheinlich abkürzen, weil ich eben was anderes vorhabe mit dem Auto. Packen wir beiseite. Chassis-Wann. Dazu muss ich nicht viel sagen, das sind Wannen, die kommen an Chassis. Um links, rechts vor Schmutz zu schützen.
damit nicht so viel Dreck reinfliegt. Die werde ich benutzen. Vielleicht, wahrscheinlich. Mal gucken. So, was haben wir hier? Das ist jetzt was, was Arma nicht hat. Das, Entschuldigung, ist der Middle-Diff-Halter. Ja. Ja, dazu wird ein, da bin ich auch schon ein bisschen informiert, dazu wird ein Video kommen. Hier ist jetzt hinten links, genau, die Hinterachse, ein Teil davon. Obere Querlenker von der Vorderachse. So, bevor wir da unten jetzt beigehen, ist da noch... Ne, gehen wir hier bei. Ach, das ist was anderes. Das ist hier der Outcast Schmutzschutz, den ich von Michi noch bekommen habe. Der kommt für ein anderes Auto. Der war dabei. Zettel, den wir nicht brauchen. Hier zum Beispiel, das, was ich meinte. Differenziale. Vormontiert, aber eben nicht befüllt. Die sind furztrocken. Wirklich, aufpassen. Nicht denken, dass das vormontiert ist. Gerade weil hier, da fehlt eine Schraube, da fehlt keine Schraube, es fehlt eine Schraube in dem Diff. Ne, doch nicht, Entschuldigung, alle Schrauben drin, oben. Ja, aber die Kegelräder, gerade verzahnt, bin ich der Meinung, vormontiert. Alle Kugellager ungedichtet, ist aber erstmal nicht so wild. So, das ist schon mal offen, weil Michi da mal bei war und was geguckt hat. Das ist ein Querlenker hier für das Auto. Auch hier kann man jetzt mal sehen, jetzt haben wir mal was ausgepackt, vormontiert für die, sag schnell, Stabis. Ne, hier für die Dämpfer die Schraube. Hier oben ist wirklich eine Schraube drin und keine Madenschraube. Das hat jetzt die Arma Version 2 auch so übernommen. Früher war das ja die Madenschraube, jetzt sind es wirklich 2 mm Linsenkopfschrauben. Hier ist jetzt, genau, da geht die... Ach was. Fabian, wir haben doch gerade darüber gesprochen. Na? So, jetzt sieht man es. Hier oben, ihr kennt das, es sind Madenschrauben, die durch die Querlenker gehen. Um dann, wenn ihr den Ausfederweg begrenzen wollt. Na? Das heißt, hoppala. Wenn ihr das Auto im Grunde auch tiefer legen wollt, könnt ihr das genauso machen. So, und da gucken oft nur Madenschrauben durch und haben minimale Auflagefläche auf der Chassisplatte. Jetzt hat Fabian mir vorhin was erzählt, bei anderen Autos hat er schon gehabt, dass da eben unten Linsenköpfe ankommen. Tada! Linsenköpfe. Sehr schön. Finde ich gut. Sind dabei. Ich muss mir den anderen Querlenker wieder aufheben. Machen wir es beiseite. Jawohl. Vormontiert. Es ist alles vormontiert hier. Ich finde das geil. Basti hat sich geärgert damals bei seinem Team Rango. Ich finde das wieder geil, weil es sind wirklich ein paar Sachen, wo man wirklich sagt beim Kit, oh, da habe ich keine Lust zu, das gehört dazu. Aber, naja. Aber das ist bei mir so. Das ist jetzt Differentialgehäuse mit der CVD gleich dran. Also wir haben wirklich 6 CVDs hier im Auto. Wirklich sehr, sehr genauer Antrieb. Bei Knochen hat man immer so ein minimales Spiel. Bei CVDs habt ihr kein Spiel. Mhm. Ja, hier ist, kommt das Differential vorne rein. Das haben wir hier. Oh, guck mal hier. Hier haben wir das HZ. Oder das Mitteldifferential quasi. Mit Kunststoff. Ich werde auch erstmal auf Kunststoff bleiben. Klar gibt es ein Stahl-Upgrade, aber so ein Stahl-Upgrade ist wieder, ja, muss nicht unbedingt sein, weil ich habe auch Autos, da fahre ich ein Kunststoff-HZ schon sehr lange und da ist auch nichts kaputt gegangen. Besteht natürlich Gefahr, dass es schneller kaputt geht. Besteht die Gefahr. Egal. Kunststoff macht es leiser. Naja, also Stahl ist einfach nur laut. So, und jetzt haben wir hier nochmal die andere Differentialbox. Auch alles eingepackt. Was haben wir hier? Stabi-Set. Vorn oder hinten? Weiß ich noch nicht. Da, den Frontrammer. Wo Team Durango draufsteht. Was heißt Frontrammer? Das kann man nicht Rammer nennen, sondern das ist einfach hier so eine kleine Mini-Stoßstange. Nur für die Dämpfer. Sämtliche verschiedene P-
Plättchen, die verschieden viel Öl durchlassen, bin ich der Meinung. Ich bin der Meinung, das ist jetzt erstmal das, was ich sehe. Da sind auf, glaube ich, verschiedene Nummern drauf. Ich werde es mir durchlesen, ich werde mich informieren. So, hier haben wir Servohalter, Reglerplatte, Schrauben dazu, Servohörner, Kabelhalter. Oh, hier haben wir Karohalter hinten. Habt ihr das eben gesehen? Ich glaube ja. Karohalter hinten, woher weiß ich das? Weil eben hier dieser Karohalter da ist und die hintere Chassisstrebe. Ja, macht Sinn. Ja, das ist hinten. Das geht zum Flügel. Hier haben wir Schrauben mit einer Mutter. Mal gucken. Differentialgehäuseabdeckung. Und das ist so richtig meine Hassarbeit. Ein Glück ist das vormontiert. Das finde ich richtig geil. Ich hasse das. Ich hasse diese Dinger zu bauen. Ah, da baue ich lieber Dämpfer oder Differentiale zusammen. Aber die Dinger hasse ich wirklich. Das ist schön, das ist vormontiert. Das ist das Spurgestänge, Lenkstangen, je nachdem, wie man es nennen möchte. Ich nenne Spurgestänge. Hier das zweite. Sehr, sehr geil. Ja, hier haben wir den anderen Stabi. Ich glaube, das ist jetzt vorne, der andere war hinten. Hier haben wir nochmal zum Einstellen. Der Vorder- oder Hinterachse, der Querlenkerstamm. So, das ist das Karton, der raus ist. Und jetzt kommen wir zur Chassisplatte, die ich wirklich richtig geil finde. So, und die holen wir jetzt raus. Die ist wirklich hübsch. Die ist wirklich geil. Gefräst, schön festes Alu. Welches ganz genau, bin ich mir gerade nicht sicher. Muss ich ganz ehrlich sagen. Vorteil jetzt gegenüber den Amas ist ein ganz großer. Und zwar unten. Wir haben diese Ausbuchtung nicht mehr. Was heißt, im Grunde, wenn das ein Fahrzeug ist, ich zeige das jetzt mal ganz explizit vorne, wenn das ein Fahrzeug ist, was ihr jetzt nicht durch die Hölle schickt, sondern wirklich im Wettbewerb fahrt, auf Teppich, wie auch immer, dann braucht ihr nicht unbedingt Skidplates, sondern für mich ist der Sinn einer Skidplate besteht darin, habe ich es noch irgendwo liegen? Da ja. Natürlich kann man die Bodenplatte ein bisschen schützen. Na? Ich habe jetzt hier welche von Michi, die ich ja favorisiere. So, das würde jetzt im Grunde hier hinkommen. Das passt auch, weil die sind hergestellt für die Armer-Fahrzeuge. Hier, weil die Armer-Fahrzeuge einen ganz anderen Nachteil der Chassisplatte haben. Die haben eben hier so eine Ausbuchtung, so eine Auswölbung, wo das Differential drin läuft. Na, das ist eben hier anders. Hier sind die Differentialgehäuse im Grunde höher gesetzt. Ihr seht das hier. Da läuft das Differential drin. Auf dieser Seite, weil hier eben eine tiefere Ausbuchtung ist. Das heißt, wir brauchen, genau wie hier hinten da, das heißt, wir brauchen diese Beule, die hier unten ist. Habe ich eine andere Chassiswanne jetzt, wo ich es zeigen kann? Jetzt leider gerade nicht. Ich zeige es euch im Aufbau. Ich weiß, dass ich noch eine Platte habe. Ich zeige euch das dann im Aufbauvideo. Wir haben diese Beule nicht. Das heißt, wir brauchen nicht unbedingt sowas hier. Weil eben, wenn man, worauf ich jetzt hinauskommen möchte endlich, wenn man eben nicht lange das Auto durchs Gelände schickt und wie auch immer, dass diese Beule, wenn das Auto hinten aufsetzt, berührt diese Beule immer zuerst. Oder nicht, vielleicht nicht immer, aber öfter zuerst den Boden. So, und da das Alu ist, ist das irgendwann durch. Wenn ihr das Auto mal so ein Jahr lang fahrt, ne? Dann ist das irgendwann durch und dann habt ihr dann eine offene Chassisplatte und dann ist das Differential dreckig. Ne? Also es ist vielleicht auch kein Jahr, es können auch 2 Jahre sein. Es besteht eben die Gefahr. Also ich habe eine Chassisplatte von mir, zum Beispiel bei meinem ersten Speed-Typhon. Da ist das wirklich kurz davor, dass es aufgegangen ist. Deswegen habe ich eine neue Chassisplatte geholt. Das war ein anderer Umbau. Da kommt auch nochmal irgendwann was dazu. Aber das haben wir hier eben nicht.
Hier wird alles gleich belastet, sagen wir es mal so. Vielleicht, ich werde sie wahrscheinlich montieren. Eben, die sind dafür da, dass sie kaputt gehen, dass sie beschädigt werden, dass sie Stürze oder Steine, Kanten abfangen, damit die Chassisplatte eben länger heil bleibt. Na? Ihr wisst, was ich da meine. Hier vorne ist natürlich jetzt ist sie abgewinkelt. Das gehört ja auch so. Und dafür sind die eben halt auch gemacht. Na? Die passen da ganz genau hin. Ja. Was haben wir noch drin? Natürlich die Anleitung ist bei dem Auto dabei. Und Scheibenaufkleber, Aufkleber fürs Auto. Alles da. Und was ich sehe, oder so wie ich das gerade sehe, nicht ausgeschnitten die Aufkleber. Da kann ich mich jetzt auch täuschen. Also im ersten Moment sieht man, ja, ist wahrscheinlich nicht ausgeschnitten, aber naja. Ja. Das kommt jetzt hier wieder rein. Wie auch immer das war. Das ist dann im Aufbau, wird da hier voll beigegangen. Hab da richtig Bock drauf. Und ja, jetzt klicke ich mein Handy, da muss ich dann mal rangehen. Wir sehen uns im Aufbauvideo. Und das wird witzig, das glaube ich. Weil, vor allem, weil er wahrscheinlich wesentlich weniger Zeit braucht als andere Kids. Und ich habe Bock drauf. Ich habe richtig Bock drauf. Ich habe gerade auch von Basher den BT4 zusammengebaut. Der hat nicht wirklich Spaß gemacht, Jungs. Also das ist vielleicht ein gutes Auto für den Preis, den ihr da bezahlt. Aber nee, der hat keinen Spaß gemacht. Da baue ich lieber was anderes zusammen. Ja, gut. Das war's. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns.